Der SCDAFK Leipzig startet mit einem Sieg über den TV Großwallstadt in die neue Saison. Die Grün-Weißen setzen sich mit einem knappen 28:27 gegen die Erstliga-Absteiger durch. Das Spiel war unnötig nervenaufreibend am Ende. Das ist wahrscheinlich fürs Publikum sehr schön. Als Trainer ist das schon sehr hart mitzuerleben. Aber trotz alledem haben wir das Ding gewonnen und sind natürlich super zufrieden, dass es so ein positiver Einstand war. In den frühen Minuten der ersten Halbzeit taten sich die Gastgeber aus Leipzig noch etwas schwer und liefen bis zur 20. Minute einem Rückstand hinterher. Durch eine zu hastige Spielweise blieben gute Chancen ungenutzt. Dank eines überragenden Gabor Pulai konnte sich der TV Großwallstadt jedoch nicht weiter absetzen. Auch Lukas Schikala trug mit seinen 5 Toren in der ersten Halbzeit dazu bei, dass es mit einem 12:11 in die Pause ging und die Wallstädter in Rückstand gerieten. Ja, man darf sich jetzt nicht dahinter verstecken. Ja, wir haben ja viele Neuzugänge, deswegen dürfen wir jetzt die Spiele verlieren. Aber es ist natürlich schon so, dass wir im Vergleich zu vielleicht anderen Mannschaften einen großen Umbruch haben mit 9 neuen Spielern. Der Trainer ist neu. Das macht sich natürlich schon bemerkbar. In der zweiten Halbzeit gab der SCDAFK seine Führung nicht mehr aus der Hand. Zwischenzeitlich führten die Grün-Weißen sogar mit 5 Toren. Doch in den Schlussminuten kämpfte sich der TV Großwallstadt bis auf ein 28:27 heran. Die letzten Sekunden des Spiels waren dann an Spannung nicht zu überbieten. Doch Gabor Pulai konnte den drohenden Ausgleich ein letztes Mal vereiteln. Neuzugang Bastian Roschek steuerte 4 Tore zum Sieg der Leipziger bei. Ja, eigentlich bin ich zufrieden, aber am Ende kriege ich halt eine Zeitstrafe, wo wir gesagt haben, okay, keine dummen Zeitstrafen. Und wenn es dann in die Hose gegangen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt mit einer anderen Laune hier. Bester Torschütze war Pavel Prokopets mit 6 Toren. Es ist noch Potenzial nach oben. Ich habe auch viele verworfen, das muss man auch sagen. Ja, aber insgesamt bin ich froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Die 2 Punkte, das ist das Wichtigste und das zählt. Mit einer sehr starken Leistung meldet sich der SCDAFK zurück und lässt auf eine tolle Saison hoffen.